Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Erfolgsstories mit Matrix 2Point. Und heute darf ich die Brigitte Hertel begrüßen. Sie ist Heilpraktikerin. Wir kennen uns schon seit mehr als 20 Jahren. Und ich durfte sie durch viele Höhen und Tiefen begleiten. Und ich freue mich, Brigitte, dass du heute da bist für das Interview, dich bereit erklärt hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, Martina. Ich freue mich, dass ich meine Erfolgsstory mit dir und mit den Leuten teilen darf. Und was mich immer wieder inspiriert, das ist diese 14 Tage, die immer von dem Coaching und von der Entscheidung bis zum Ziel gedauert hat. Und du hattest mich ja damals gecoacht, das werde ich nie vergessen. Du siehst ja Bilder und du hattest mir ein Pullover aufgezeigt. Da dachte ich, was meinst du damit? Dann hast du mir erklärt, weil da die Trennung von meinem Mann stand ja im Raum. Dann hast du mir erklärt, wir ziehen beide den Pullover auf. Und irgendwann war der Punkt da, dass ich wirklich an meinem Geburtstag die Trennung ausgesprochen habe. Und es war leicht. Und du wirst es nicht glauben, in 14 Tagen hatte er eine Wohnung. Er war ausgezogen. Und es ging alles einfach. Und wir waren beide im Frieden, ohne Streitigkeiten. Und da sind so viele Synchronizitäten zusammengekommen. Es war unvorstellbar. Und was auch noch signifikant war, ja? Ich kann mich erinnern. Also ich habe gerade ein Bild bekommen, ich mit diesem Pullover. Also mein Bild war, glaube ich, damals, dass es zwei Wollknäuel war und dass ihr gemeinsam diesen Pullover aufribbelt. Und wir haben, glaube ich, davor schon, es ging, glaube ich, über mindestens vier Jahre, wo es immer ein Auf und Ab in eurer Beziehung war. Und ich habe ja auch mit euch beiden gearbeitet, kannte euch beide. Und das Ziel damals war ja für euch beide, die optimale Lösung zu finden, so dass es für jeden das Richtige ist. Und in dem Moment an deinem Geburtstag, du hast dich ja dann auch bei mir gemeldet und hast gesagt, wir werden uns trennen. Und ihr habt aber beide gewusst, dass es für euch beide jetzt der richtige Zeitpunkt ist und für euch beide etwas Neues kommt, etwas Besseres, dass sich etwas entwickelt, was euch beiden gut tut, weil es geht ja nicht immer nur um die eine Person. Und ja, und jetzt im Nachhinein, es ist ja jetzt auch schon wieder einige Jahre her, das Coaching und die Trennung hat sich ja auch bewahrheitet, dass es euch beiden besser geht, dass ihr euch beide anders neu entwickelt, neu entdeckt habt. Sehr, sehr schön, ja. Und wir sind auch im Frieden miteinander. Wir telefonieren auf einer ganz sanften Ebene miteinander, ohne Streitigkeiten. Alleine das Gefühl ist schön. Und ich weiß noch, wie du sogar in Mallorca zu mir gekommen bist und mich gecoacht hast, weil Drama wieder bei mir war. Also es ist wirklich so ein Wechsel gewesen von schwer und es geht nicht. Und auf einmal haben sich wirklich die Türen geöffnet und es war für mich so klar. Und das, ja, was noch signifikant war, das hatte ich dir auch gesagt, dass mein Husten weg war. Mhm. Ich bin ja Heilpraktikerin, ich habe mich immer so so hilflos gefühlt. Jedem kann ich helfen und ich kriege meinen Husten nicht in den Griff. Er war weg nach dem Auszug und ich hatte ihn lange Zeit. Und da war mir bewusst, dass dein Coaching und das mit dir gehen und dieses Spielen im morphischen Feld, dass das wirklich auf so vielen Ebenen die Türen öffnen kann. Also nicht nur im Tun, ja, in die Trennung, sondern auch auf dem gesundheitlichen Sektor. Und wenn du mir das gesagt hättest vorher, das kann ich der Matrix nicht sagen, ja, das wäre natürlich schön, aber ich wäre ehrlich skeptisch gewesen. Und ich habe es erleben dürfen, das werde ich auch nie vergessen. Sehr schön, und es hat ja dann auch nicht aufgehört. Ich meine, wir haben ja weiter gearbeitet, wir haben weiter an deinen Zielen gearbeitet. Das heißt, wir sind immer wieder in deine Felder hineingegangen, haben nach dem optimalen Weg gefragt. Und es waren immer wieder auch Höhen und Tiefen, auch seelisch. Das heißt, es macht ja auch, es kommen ja auch emotionale Situationen. Und dann kamen wir an den Punkt, wo du, da war noch der Punkt, dass du deine Praxis in dein Haus mit reingeholt hast. Aber wir haben gespürt, das ist es noch nicht. Das war optimal, dass das so funktioniert hat, ging ganz leicht.
Aber dann kam eigentlich erst der große Schritt, den du dann gemacht hast. Ja, das war ja dann so, dass ich bei meinem Sohn war, nur um ihn zu besuchen. Und dann war so klar am Bodensee, wow, hier möchte ich sein. Und dann habe ich innerhalb von einem Tag hier durch Zufall eine Wohnung gefunden unter 1000, ich sag mal 1000, oder ganz vielen Teilnehmern bin ich genommen worden. Mein Sohn sagte, okay, dann kommst du halt. Erst hast du mich 3 Jahre nicht besucht und jetzt bleibst du ganz. Und ich bin wirklich heimgefahren und ich habe in 14 Tagen meine Praxis aufgelöst, mein Haus verkauft, meinen kompletten Hausstand von einem Haus auf eine Einzimmerwohnung reduziert, alles verkauft, verschenkt und ich bin umgezogen und es ist perfekt gelaufen, sodass ich jetzt hier sitze und denke, wie ist das denn gegangen? Hat die Martina gezaubert oder was war da los? Unvorstellbar. Sauerland an dem Bodensee. Also es war gigantisch, der Raum und auch die Zeit, die ich dich da begleitet habe. Und ich habe immer wieder gemerkt, wie du im Flow bist, wie du in die Leichtigkeit gegangen bist, wie du gespürt hast. Also das war so dieses Gefühl von, du wusstest, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es war nicht mehr soll ich nicht, sondern da war so ein starkes Gefühl von Klarheit sichtbar und spürbar. Es war auch für mich, mich berührt ja meine Arbeit selber immer wieder sehr. Und was ich noch sehr besonders an dir finde, ist, du hast innerhalb von einem Jahr dort am Bodensee einen so großen Bekanntenkreis aufgebaut und für uns dort in deinem neuen Zuhause ein Seminar organisiert, was wir letztes Jahr gehalten haben. Und es hat mich begeistert, dass du, was heißt begeistert, es hat mich beeindruckt, dass du mit deiner Begeisterung Menschen inspiriert hast, zu uns zum Seminar zu kommen. Und das ist, glaube ich, etwas Einmaliges, was du da hast. Ich weiß gar nicht, ob du diese Gabe wirklich wertschätzen kannst, dass du, wenn dich etwas begeistert, strahlst du das aus und das fließt dermaßen nach außen. Und ich wüsste gerne dein Geheimnis, wie du das machst. Ich glaube, du inspirierst mich und du steckst mich an. Und es war schon immer so, egal um was es ging, wenn ich von was begeistert bin und von was überzeugt bin, dann kann ich gar nicht anders. Dann erzähle ich das einfach weiter. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Es läuft automatisch dann. Was würdest du mir denn jetzt erzählen, wenn ich jetzt dich auf der, also dich kennenlerne? Ich meine, die Leute haben dich ja alle neu kennengelernt. Und was bräuchtest du, um mir zu erzählen, dass Matrix 2.0 das genau das Richtige für mich wäre? Also ich hätte jetzt ein Ziel, ich möchte irgendwas erreichen im Leben. Ich erzähle den Leuten immer, es gibt eine Methode, die schnell ist, die einfach ist und die leicht geht, ohne viele Schnörkel und Warteschleifen, Spray direkt aufs Ziel hin. Und das ist diese Matrix-Methode. Und meistens erzähle ich ihnen meine Story von den 14 Tagen, das immer am schönsten. Ich sage, stell dir vor 2 Wochen und die Leute standen Schlange, um mein Haus zu kaufen. Also die Leute, die sind immer begeistert, wenn sie dann auch meine Story hören und wissen, wie schnell es gehen kann. Und diese 2x14 Tage, also ich bin immer noch sprachlos, was ich mit dir da erreichen durfte und wie leicht es gegangen ist. Sehr schön, sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Brigitte. Und es hört ja auch nicht auf. Du hast weitere Ziele. Es darf noch weitergehen. Und ich bin dankbar, dass ich dich auch weiter begleiten darf. Das ist für mich auch eine Ehre. Es macht mir unglaublich viel Freude, dich auch jeden Donnerstag in unserem Workshop-Call begleiten zu dürfen. Und ja, und ich freue mich auf noch viele, viele, viele Jahre mit dir, um deine Ziele zu unterstützen und ja, und viele Seminare, an denen du natürlich teilnimmst und viele Seminare, wo du mit uns unterstützend die Menschen auch inspirierst mit deiner Geschichte. Dankeschön für das Interview.
Gerne. Ich bin immer, immer gerne dabei. Ich danke auch dir und eine gute Zeit. Dankeschön. Ciao. Tschüss.